Und da sage ich herzlich willkommen zurück. So, jetzt gehen wir zu Eveline. Eveline ist auch ein schöner Name. Mag ich. Klingt so feurig. Weiter so, Plätze. So. Wir reiten mal und holen uns den. What the fuck? Nicht da ist so schnell, da ist doch überhaupt nichts, Blödsinn. Oha, Blödsinn. Okay, da ist ein Reh vor uns. Blödsinn hat immer noch ein bisschen Wegfindungsschwierigkeiten. Boah. Aber das Blödsinn mittlerweile immer überall bockt und so, das ist ja mittlerweile schon ein Running Gag. Boah. Komm schon, Blödsinn. Weil halt, die bleibt halt auch immer so bockig stehen gleich. Hallo, das ist ein Weg. Reite doch den Weg lang. Ja, wow, jetzt hängst du im Baum. Fuß noch. Hohe 310 Fuß wären halt nicht wirklich weit. Schritte. Meter also. Alter. Bis zum letzten Kopper. Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse vor mir. Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Also gut, okay. Nochmal von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Immer raus damit. Was für ein Problem. Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Ja. Traurige Sache, aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Na, easy. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an? Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Na dann. Na schön. Jetzt oder nie. Wir haben ja nicht viel Wahl, ne? Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Eben, what the fuck? Beleuchtung an. Und nun, gute Leute, folgt der Höhepunkt des Abends. Vor euch steht Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blatana und Bindegarn. Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht, meine Titel? Sahne! Was? Aber ich... Psst, Geralt! Armbrust schnappen, ran an den Speck!
kleine Fresse da. Ich muss mal meine Armbrust auswählen. Ja, ich kann nicht. Wieso geht das nicht? Zum Schluss sahen wir ein kühnes Bühnenstück von Geralt von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald! So sieht's aus. Dead ass. No. Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll gewesen. Weißt du, ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt. Na, das war die erste Vorstellung. Was ist mit der nächsten? In der Nähe gibt es einen Kräuterkundler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgarbenextrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Das war lustig. Die abführende Mixtur. Achso, die muss ich erst brauen. Die müssen wir ja erst brauen. Reinigungsextrakt. Moderhautblut. Zwergenschnaps und Wolfsbein. Das klingt schon so nett. Das klingt genauso, wie man es nicht haben will, wahrscheinlich. Eine würzige Hexermischung. Kümmern wir uns darum, dass die Soldaten ein bisschen weniger werden. Kehrst du ein? So. Okay. Hallo. Na, Alter. Dead Plätze. War das nicht eben eigentlich dunkel und jetzt ist es wieder Abend? Das heißt, das ist einfach, wir haben einfach gewartet, wieder bis es Abend ist praktisch. Deswegen ist auch das Treuextrakt jetzt. Nee. Das Treu absolut wirkt noch. Okay. Halt, verdammt. Bremst du gleich, pass auf. Ja, hopp. Das kannst du hier nicht tun. Halt! Drecksbengel. Ernsthaft? Oh, hast du's eilig? Ne, ich hab ein Pferd. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Benson. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Ja, Gott, ich darf hier noch vorbei, oder? Was werde ich von euch erfahren? Dieser Horst Borsody, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Tja, ich denke nach.
in so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Wohl wahr. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Ja, ich fand's trotzdem relativ interessant, weil die scheinbar kein besonders toller Schlag sind. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Ja, klingt doch gut. Ja, ich weiß. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westo gekommen. Hab Martin am Pier gesehen. Mit einer anderen. Alter. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westor sollte leicht zu finden sein. Allerdings. Ich finde ja Oxford angenehmer wie Novigrad, weil Novigrad ist so eng, so großstadtmäßig und so. Das ist ganz schön krass. Ah ja, ich kann mich erinnern. Das sieht auch sehr lecker aus. Ich versuche im Tagesverlauf den. Okay. Im Tagesverlauf. Das muss der Koch sein. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Du verlangst zu viel. Wie wär's, wenn du das Ganze ohne Bezahlung machst? Hm? Aus reiner Herzensgüte. Ja, ich helfe dir. Aus reiner Güte. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Das war zu einfach. Warum soll ich da eigentlich 500 bezahlen, damit der das macht, wenn ich das einfach mit dem Zeichen machen kann? Ich verstehe es nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du das Zeichen nicht skillt hast, dann geht's auch nicht. Also würde ich jetzt mal annehmen. So, jetzt gehen wir mal zu unseren Friends. Ich bin noch im Laden, deswegen kannst du nicht speichern. So. Grüß dich. Ich könnte mir einen Schlüpfer im Keller vorstellen, ehrlich gesagt. Und das Halsgeschmeide der Gräfin Yvonne von Lahn Exeter, das warst du, oder? Oh ja. Ich bin an einer Dachrinne hoch und in ihre Schlafkammer. Ha, ich wusste es, ich wusste es. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das?
Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Quento bricht das Schloss auf, wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Habt ihr Fragen? Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten. Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Was ist mit der Schatzkammer? Wie ist die gesichert? Mit einer Tür. Aber damit dürftest du zurechtkommen. Weitere Probleme beheben wir, wenn sie sich ergeben. Sonst noch was? Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat zwei Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Toll. Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Ja, also wir wissen nicht, wo wir rauskommen. Das halte ich jetzt auch für schlecht. Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Das, klingt ja nett. Dann an die Arbeit. Na schön, machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns im Torweg neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Wie wäre es mit Masken? Es gibt keine Stadt im Norden, in der keine Steckbriefe mit meinem Gesicht aushängen. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird im Sof redselig. Töte ich euch. Eigenhändig. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das wird mega cool. Ich sage jetzt ciao.